Hallihallo und willkommen zu einer neuen Comic-Kritik, diesmal mit MVW, Mutantenvernichtungswaffe, ein Crossover zwischen den Hulk und den Weapon X-Gruppen, sprich Sabertooth, Domino, Wolverine und so weiter und so fort. Die haben ja schon den ersten Comic bekommen mit Weapon X, und dann kennen wir ja auch noch den Totally Awesome Hulk mit Amadeus Cho, weil Bruce Banner haben wir jetzt aktuell ja im All Different Marvel Universum nicht. Hier drin ist Weapons of Mutants Destruction Alpha 1, Part 1 bis 6, Weapon X 5 bis 6, Totally Awesome Hulk 20 bis 23. Autor ist hier Greg Pak und Zeichner Masmut Asra. Zeichnungen sind hier sehr normal. Also ist okay hier, also, aber das ist halt generell so bei diesen, bei Totally Awesome Hulk und bei diesen ganzen X-Men Comics, die sind sowieso generell nur normal. Also wer die schon da bei den ganzen X-Men Comics und bei Totally Awesome Hulk mochte, wird hier weiterhin an den Zeichnungen Spaß haben. Auch schon hier so ein Covers sind auch mal weiterhin ganz nett soweit, ein bisschen mysteriös. Nur die Story stört mich ein bisschen. Also wer hier erwartet, dass in den ersten zwei Heften schon irgendwie dieses Hulk-Wolverine-Monster kommt, wird schon ein bisschen enttäuscht sein. Das baut sich hier eher langsamer auf, wie ich finde. Aber wir haben es halt hier mit Weapon H zu tun, der hier von Professoren kreiert wird, halt aus den ganzen, aus den DNA dieser ganzen Mutanten und Hulk, die wir hier zur Verfügung haben. Und dann kommt es natürlich auch am Ende zu einem Showdown mit denen und so weiter und so fort, wo der dann am Anfang sehr, sehr hässlich aussieht und aber irgendwann auch besser wird, weil es auch andere Varianten gibt. Aber es endet, wie ich finde, sehr, sehr stumpf. Und am Ende haben wir dann noch dieses Totally Awesome Hulk 23 Comic, was dann irgendwie wohl natürlich irgendwie noch immer die Aftermath-Sachen behandelt, aber einfach auch einen praktisch dazu zwingt, mehr oder weniger das nächste Hulk-Comic dann zu kaufen, wenn man weiter wissen möchte, was Amadeus Cho bespricht, der aktuelle Hulk, so weiterhin treibt. Ich bin leider ein bisschen enttäuscht. Also es ist akzeptabel. Wer Hulk und Wolverine-Fan ist, der wird wahrscheinlich sowieso irgendwie Spaß haben daran. Aber ich habe da mehr erwartet. Das wurde irgendwie, wie ich finde, ein bisschen größer angeteased, mehr oder weniger, in der Comic-Szene. Und ich fand es eher schwach. Ich fand diesen neuen Weapon H Dude eher langweilig und spektakulär. Und auch der Showdown war eher ruhiger, wie ich finde. Und auch generell, die Charaktere machen jetzt hier nicht wirklich irgendwelche Charakterentwicklungen. Also sind alle recht langweilig. Manchmal gibt es halt ein paar Diskussionen zwischen den Figuren. Aber nichts Besonderes, bedauerlicherweise. Ja, also wenn man nur mit normalen oder wenigen Erwartungen rangeht, dann könnte das alles gut sein. Wer so hohe Erwartungen hat, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Ja? Wenn das jemand anders ergangen ist, schreibt ruhig in die Kommentare, ob das so ist. Und dann noch Begründung, ob. Warum das einem besser gefallen hat, bin ich mal gespannt. Aber von mir bekommt MVW, nenne ich es jetzt einfach mal, leider nur 6,5 von 10 Punkten. Leider eher enttäuschend. Ja, das soweit zur Mutantenvernichtungswaffe. Bis zur nächsten Comic Review und ciao.